20 Jahre Fashion und Lifestyle. Seit 1992 macht Otto in Österreich das Einkaufen von zu Hause einfach und bequem. Mit Topmodel Claudia Schiffer am Cover erschien damals der erste Otto-Katalog. Ein eindrucksvoller Start. Mode, Marken, Trends ist das Thema von Otto und Claudia Schiffer hat zu diesem Thema hervorragend gepasst. Als internationaler Dienstleistungskonzern setzt Otto auf E-Commerce. Im Onlineshop bietet das Unternehmen über 1 Million Artikel. Und die Kunden wissen das zu schätzen, denn Otto gilt mittlerweile als die Nummer 1 unter den Onlineshops für Mode und Lifestyle. Wir haben fast alle Marken, die es gibt. Wir haben sehr gute Eigenmarken mit einem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und die Kombination aus Fremdmarken und Eigenmarken. Gutes Sortiment, günstige Preise, sehr schneller Lieferservice. Wir sagen doppeltes Angebot, doppelt so schnell geliefert. Das führt dazu, dass wir sehr, sehr viele, 2,2 Millionen Haushalte als Kunden haben und wie ich meine auch sehr viele zufriedene Kunden haben, weil unsere Wachstumsquoten das beweisen. Kundenzufriedenheit für Otto nicht die einzige Priorität. Für uns ist es wichtig, dass wir nachhaltig wirtschaften. Das heißt, dass wir Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung zusammenbringen. Und im Sozialbereich achten wir vor allem darauf, dass wir nicht nur die eigenen Mitarbeiter partizipieren lassen, sondern dass wir vor allem auch bei unseren Zulieferern entsprechende Sozialstandards haben, die eingehalten werden, sodass also dort dann auch wirklich sichergestellt wird, dass wir Ware bekommen, die nicht aufgrund von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit gefährlich werden, sondern dass dort auch entsprechend sozial vernünftige Standards eingehalten werden. Otto setzt auf Klasse, nicht nur beim Warenangebot. Und das ist nicht das einzige Erfolgsrezept. Wichtig ist aber auf jeden Fall erstmal, dass man gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die engagiert sind, die motiviert sind, die Spaß haben, Freude an ihrem Beruf haben. Dann ist es meines Erachtens auch ganz wichtig, dass man langfristig plant, dass man weiß, wo man hin will, auch die permanente Verbesserung. Es sind ja nicht nur die Sprunginnovationen wichtig, sondern es sind auch die Verbesserungsinnovationen ganz wichtig. Dass man immer wieder sagt, was möchte der Kunde haben? Was wünscht er? Was kann man wiederum noch optimieren, verbessern? Das ist ein permanenter Prozess. Und wenn man nicht diese Begeisterung dafür hat, dann wird man auch nicht sich vom Markt abheben können. Auf weitere 20 Jahre Fashion und Lifestyle bei Otto Österreich. Denn Otto finden wir alle gut.